Lass das Simpli-Video noch gucken. Mit anderen Menschen im Internet kommunizieren, sind nicht nur die tatsächlichen geschriebenen Wörter wichtig. Wir alle haben einen bestimmten Stil. Wir benutzen bestimmte Emojis, schreiben lange oder kurze Sätze. Also das Simplicissimus-Video heißt, wie wir betrogen wurden, Klammer auf, minus 45.000 Euro. 45.000 Euro. Enden E-Mails aus Gewohnheit förmlich oder auch nicht. Und so erkennt man intuitiv die Person am anderen Ende. Klar, da steht oben der Absender, aber auch die Nachricht selbst fühlt sich nach ihm oder nach ihr an. Doch was, wenn jemand deine Gespräche mitliest, geduldig lernt, dich nachzuahmen, um dich dann auszurauben? Heute geht es darum, wie einer der Produktionspartner unserer Klamottenmarke gehackt wurde, wie wir wochenlang imitiert wurden und wie rund 45.000 Euro auf den Konten von Mittelsmännern gelandet sind. Vor allem geht es darum, wie diese Art von Betrug immer häufiger vorkommt, wie Großkonzernen durch simple Tricks Millionen gestohlen und kleine Unternehmen in den Ruin getrieben werden. Digga. Simplicissimus kommt immer mit so krassen Themen, ohne Scheiß. Wir produzieren unter dem Namen Culture Culture seit einiger Zeit nachhaltige Klamotten in Portugal. Das glaubt uns seit Finn Kliman zwar keiner mehr. Nee, glaubt keiner mehr. Das ist echt schwierig. Also ohne Scheiß, seit dieser Finn Kliman-Böhmermann-Geschichte ist es, glaube ich, echt schwierig zu sagen, dass man irgendwas Nachhaltiges tut. Dass man irgendwas, ja. Ich glaube, jegliche Aussage über Produktion von Klamotten wird nicht mehr geglaubt seitdem. Aber wirklich. Das ist auch echt schade. So. Ich glaub dir kein Wort, Mann. Nee, bitte, bitte. Ich hab da eine Chance, mich kurz zu erklären. Es dauert 5 Minuten. Wir arbeiten vor allem mit einem größeren Produzenten zusammen und haben dort einen festen Ansprechpartner. Der will anonym bleiben, nennen wir ihn deshalb Santiago. Er ist der Sohn vom Chef, wir haben ihn erst letztens im Mai besucht. Wir schreiben auch viele E-Mails mit Santiago. Es geht um Stoffe, Proben und natürlich um Rechnungen. Die E-Mail-Infrastruktur von Santiagos Firma wird von einem externen Unternehmen betreut. Ein zentrales Element einer solchen Infrastruktur ist das Hosting-Panel. In diesem Fall ein C-Panel. Das ist im Prinzip einfach eine Schaltzentrale, in der man zum Beispiel Abwesenheitsnotizen einstellt oder automatische Weiterleitungen einrichtet. Irgendwann, Anfang dieses Jahres, sind Hacker in dieses Panel eingedrungen. Wir wissen nicht, wie. Über das Panel haben die Hacker dann jede E-Mail an Santiago an eine inbox.ru-E-Mail-Adresse weitergeleitet. So haben sie alles über ihn gelernt. Wie er schreibt, dass er sich mit seinem Vater abspricht, wenn es um Geld geht und welche Kunden er hat. Zum Beispiel uns. Wenn man Dinge produziert, nicht nur Kleidung, gibt es häufig einen hektischen Moment in der Produktion. Die Artikel sind produziert, werden aber vor Bezahlung üblicherweise nicht geliefert. Das ist oft ein wichtiger Teil solcher Deals, denn so entsteht beim Kunden ein Druck, schnell zu bezahlen. Diese Gegebenheiten, diese Hektik. Ja, ich meine, niemand schickt dir eine Produktion über 45.000 Euro Kosten, ohne dass du die bezahlt hast. Ja klar, lol, ja klar. Haben sich die Hacker zunutze gemacht. Sie haben... Ich merke gerade im Chat, 45.000 Euro werden von diversen Leuten gepisst. Das freut mich. Sich Zugang zu Santiagos E-Mail-Account selbst verschafft. Auch hier ist bisher unklar, wie genau sie das bewerkstelligt haben. Dann eines Morgens im April hat Santiago uns eine E-Mail geschickt mit einer Rechnung für eine produzierte Kollektion. Die Hacker haben das gesehen und nur wenige Minuten später eine weitere E-Mail von seinem Account hin. Wer pisst die nicht? Ja, ich finde auch, wer 45.000 Euro nicht pisst, cringe. Cringe, wer 45.000 Euro nicht pisst. Hinterher an uns geschickt. In der haben sie geschrieben, oh sorry, die Rechnung hat das falsche Konto drauf. Mein Vater hat mir gesagt, dass wir ab jetzt dieses hier nutzen. Im Anhang war dann eine nahezu identische Rechnung, nur eben mit einer anderen portugiesischen Kontonummer. Das war aus vielen Gründen absolut glaubwürdig. Einige unserer Produzenten haben mehrere Konten. Santiago hatte in Bezug auf finanzielle Angelegenheiten zuvor immer wieder Anweisungen von seinem Vater erhalten. Die E-Mail kam von seinem Account, vom Mail-Server des Unternehmens. Und nicht zuletzt wurde seine Art zu schreiben perfekt imitiert. Ohne Scheiß, ich fände das auch nicht so auffällig. Ich meine, wenn das von der E-Mail kommt, wenn ich mit jemandem schreibe und von der E-Mail kommt dann, ey, yo, sorry,
das ist, das war die falsche Rechnung, hier ist das richtige Konto. Das kann ja mal passieren, so. Die Hacker sind aber sogar noch einen Schritt weiter gegangen. Aufgrund der Dringlichkeit der Zahlungen haben wir Santiago immer eine Zahlungsbestätigung geschickt. So nach dem Motto, schau, wir haben die Rechnung beglichen, Ware kann raus. Die Hacker konnten uns nicht hacken, also haben sie die Domain culturecultures.com registriert. Dann haben sie Santiago mit falscher CC-E-Mail-Adresse perfekt gefälschte Zahlungsbestätigungen geschickt. Laut denen sei das Geld an das richtige Konto überwiesen worden. So haben beide Parteien statt miteinander mit den Hackern kommuniziert. Vermutlich haben die... Hey, die hätten doch statt Culture hätten sie doch... Ah nee, hätten sie nicht. Habe mich vertan. Ich dachte, statt dem L hätten sie ein großes I nehmen können. Aber das wird ja, in E-Mail-Programmen wird das ja gepasst. Das, also ist ja alles, alle Charakter sind ja dann low. Insofern, dann würde man das sehen. Die Eindringlinge Quatsch. Santiagos Postfach dann kontinuierlich auf. Es ist ja alles klein geschrieben, angezeigt, die E-Mail-Adresse. Dann würde es gar nichts bringen, dass man ein groß geschriebenes I nimmt, weil das wird ja dann klein gemacht. So. Aufgeräumt, so dass er nicht merkte, wenn sie zum Beispiel bestimmte E-Mails in seinem Namen verschickt haben. Der Tanz rund um die Rechnungen hat so und so ähnlich innerhalb von 2,5 Wochen ganze 6-mal funktioniert. Krass. Insgesamt sind unserem Produktionspartner auf diese Weise mindestens 45.000 Euro gestohlen worden. Ihm gestohlen worden? Ja, die Frage ist, wessen Schaden ist das denn jetzt? Wessen Schaden ist das? Weil der Produzent kann ja sagen, ja, bei mir kam kein Geld an, also ihr müsst noch die 45.000 Euro bezahlen. Auf der anderen Seite... Sein System wurde komprimiert, also aus seinem System wurde ja rausgeschickt, das hier ist die richtige Rechnungsadresse. Ja, ich glaube, der Schaden muss der Produzent tragen, ja, weil er sozusagen infiltriert wurde. Aus seinen E-Mails kam, das ist die Rechnungsnummer und dahin wurde ja überwiesen. Insofern, weil die Hacker ihn gehackt haben, ist der Produzent, ja. Dann ist es endlich aufgeflogen. Tatsächlich haben die Hacker früh einen dummen Fehler gemacht. Jemand aus unserem Team hat Santiago eine E-Mail geschickt. Daraufhin erhielten wir eine Fehlermeldung zurück, weil die Nachricht aufgrund von Spamfiltern nicht an das russische E-Mail-Konto weitergeleitet werden konnte. Wir und andere Unternehmen haben Santiago damals unverzüglich über die seltsame Fehlermeldung informiert. Leider hat er zu dem Zeitpunkt nicht realisiert, was das bedeuten könnte. Sein E-Mail-Konto hat er auch nicht neu gesichert. Uns hat er gesagt, alles sei im grünen Bereich. Später wurde uns dann inbox.ru erklärt, dass das externe IT-Unternehmen, welches das cPanel von Santiagos Unternehmen betreut, die Weiterleitung an den russischen E-Mail-Account daraufhin sogar bemerkt und entfernt hat. Dennoch hat niemand 1 und 1 zusammengezählt. Irgendwann ist Santiago außerdem das seltsame S in unserem Namen aufgefallen. Selbst da hat es leider noch nicht Klick gemacht. Die gefälschten E-Mails wirkten zu echt, inklusive einer perfekt kopierten Signatur. Aber natürlich ärgerte er sich, dass wir augenscheinlich seine Rechnungen einfach nicht begleichen. Er hat sich zunächst bei Leuten aus unserem Team beschwert, die nichts mit den Zahlungen zu tun haben. Wir haben uns wiederum geärgert, weil wir die Rechnungen längst bezahlt hatten. Irgendwann hat er uns dann endlich angerufen. Wir seien per Mail so schwer erreichbar. Das S in unserem Domainnamen kam zur Sprache und unser Geschäftspartner meinte nur, tja, das sind wir nicht. Ab da war es allen klar. Wir konnten eine weitere geplante Zahlung von 19.000 Euro dann noch gerade rechtzeitig stoppen. Wir haben direkt zu WhatsApp gewechselt und alles in Windeseile aufgerollt. Die angegebenen Kontos auf den gefälschten Rechnungen gehörten 2 Mittelsmännern in Portugal. Diese sind potenziell auch einfach Opfer der Hacker. Eventuell wurden sie erpresst. Stimmt, könnte ja gut sein, dass sie gar nicht mit denen direkt unter einer Decke stecken. Polizei ermittelt noch, aber Stand heute ist das Geld weg. Santiago ist ein liebenswerter, cooler Typ. Als wir ihn besucht haben, hat er uns das Unternehmen gezeigt. Wir haben gemeinsam gegessen und viel gelacht. Wochenlang haben Leute aus unserem Team E-Mails an ihn geschrieben und ominöse Hacker haben ihn perfekt nachgeahmt. Und ihm ging es andersrum ganz genauso. Ziemlich gruselig. Normalerweise reden wir hier selten über Dinge, die uns direkt betreffen. Bei Simply geht es nicht wirklich um uns. Aber wie oft passiert es, dass man Opfer eines groß angelegten Betrugs wird und die Masche der Täter gleichzeitig einer der derzeit größten Cybercrime-Trends überhaupt ist? Small businesses are often big targets for cybercriminals.
Man nennt diese Masche Invoice Fraud, Man-in-the-Mail-Scam oder ganz allgemein Business Email Compromise, kurz BEC-Scam. A scam where criminals steal money. Ja, muss ja nur irgendwer im Unternehmen nicht richtig aufpassen und dann hast du schon Zugriff auf irgendeine E-Mail vom Unternehmen. So, ne? By asking for it. Und je nachdem, wie groß ein Unternehmen ist, ist das gar nicht so unwahrscheinlich. Immer mehr Geschäfte werden online abgewickelt. Und so wird dieser Betrug immer, immer beliebter. Auf diese Weise wurden bereits zig Milliarden Euro erbeutet. Google und Facebook wurden so insgesamt ca. 120 Millionen Euro gestohlen. Auch der niederländische Konzern Bol, eine Art Mini-Amazon, wurde um 750.000 Euro erleichtert. Das FBI. Digga, das sind nochmal andere Zahlen. 120 Millionen, das sind nochmal andere Zahlen. FBI bezeichnet BEC-Scams als eines der finanziell schädlichsten Online-Verbrechen. Und leider trifft es besonders häufig kleine und mittelgroße Firmen. Rund 60% aller kleinen und mittelgroßen US-Unternehmen, die Opfer eines solchen Betrugs werden, gehen innerhalb der nächsten 6 Monate bankrott. Das ist richtig sad. Das ist richtig sad. Weil ich meine, Großunternehmen stehen halt weiterhin so, ne? Also klar ist es auch ärgerlich für Google oder so oder Amazon oder ich weiß nicht was, aber oder Facebook, aber die können das verkraften, also die halten das aus, die stehen ja danach immer noch. Aber es ist richtig, richtig scheiße, wenn du dir ein Business aufgebaut hast und jahrelang hart am Worken bist und dann passiert so eine Sache und zerstört dir alles. Ja. Man kann sich gegen solche Attacken schützen. 2- oder 3-Faktor-Authentifizierung ist einfach wichtig. Ist einfach wichtig. Wenn etwas verdächtig ist, vielleicht ein komischer Buchstabe in einer Domain, nicht ignorieren, doppelchecken. Und updatet eure Software. Ich habe bei mir im Team, haben wir einen kompletten Sicherheitsleitfaden, an den sich alle halten müssen. Jeder hat einen YubiKey. Jeder Mitarbeiter muss einen haben. Es ist völlig klar, dass alles mindestens 2 Faktor hat. Sicherheit ist so wichtig. Die Geschichte von Santiago ist ein Mahnmal, wie sehr wir uns auf moderne. Ein YubiKey ist, also es gibt auch andere Anbieter, aber YubiKey ist sozusagen der größte, weit verbreiteteste Anbieter für einen USB-Stecker, der wie ein Schlüssel ist. Also du musst den hardwaremäßig reinstecken, damit du etwas entsperren kannst. So. Es reicht nicht, das Passwort zu wissen, es reicht nicht irgendwie nur ein Passwort einzugeben, sondern du musst diesen Schlüssel in der Hand haben, diesen USB-Dongle in der Hand haben und reinstecken, damit das funktioniert. Oder draufhalten, je nachdem, was das für eine Technik ist. Eine Kommunikationsmittel verlassen. Und das ist halt, das steigert die Sicherheit so enorm, weil plötzlich kannst du nicht mehr, also ein russischer Hacker kann ja dann nichts mehr machen, wenn man sich halt wieder ausloggt danach. Also das geht ja nicht. Also der kann sich ja nicht dann, also was heißt, kann nichts mehr machen, du kannst immer alles machen. Also theoretisch kannst du immer alles machen, aber es ist auf jeden Fall deutlich, deutlich schwieriger, weil in den meisten Fällen, wenn etwas gehackt wurde, dann ist halt das Passwort rausgefunden worden. Und dann kannst du nichts machen an der Stelle mit einem Passwort. Dass wir nie wirklich wissen, wer am anderen Ende antwortet. Und dass Menschen immer die größte Schwachstelle in Cybersecurity sind. Für uns ist es weiterhin absolut surreal, einen solchen Betrug aus nächster Nähe miterlebt zu haben. Santiago und sein Unternehmen werden den Verlust zum Glück mit hoher Wahrscheinlichkeit verkraften. Unsere neueste Kollektion ist seit ein paar Wochen online. Schaut da. Ich finde, das ist jetzt ist auch ein Grund, mal die neue Culture-Kollektion gerne auszuchecken. Mal rein. Das würde uns sehr freuen. Weil nach dem Pain, den die da hatten, aber ich meine, okay, der Schaden trägt ja der Produzent offensichtlich komplett, so wie das jetzt geklungen hat. Aber ist trotzdem einfach Kacke, Digga. Ist einfach Kacke. Einfach Kacke. So, erstmal liken und abonniert Simplicissimus. Das ist gut, das ist wichtig, das ist erhaben, das macht Sinn.